Jean-Jean, stellen Sie sich vor, Ihr Leben liegt vor Ihnen auf einem Schreibtisch ausgebreitet. Wir nennen ihn den Schreibtisch des Lebens. Auf diesem Tisch liegt haufenweise Krempel rum. Und nun wird es Zeit für das große Aufräumen. Wir wollen alles entfernen, was unnütz ist, und behalten nur die Dinge, die uns teuer und wichtig sind. Dinge, die uns zu 100% gut tun. Es ist an der Zeit, Dinge zu regeln, die Sie belasten, und vielleicht Beziehungen zu klären, die schiefgelaufen sind. Bereiten Sie sich auf den großen Abgang vor. Und bereiten Sie auch diejenigen vor, die Sie später weiter im Herzen tragen werden. Wenn Sie das alles geschafft haben. Wie schafft man es nicht vor, aus dem Fenster zu springen?